Was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Willkommen zu 5D Time Travel Chess. Wir haben es bei Dalukat gesehen. Dachten uns dann, wir wollen es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich spiele heute gegen Sebastian. Oha, uns beiden Schachprofis. Und du spielst weiß. Ich bin weiß, ja. Und du bist schwarz. Ich bin dementsprechend schwarz. Wie läuft das jetzt hier? Wir ziehen einfach und machen uns platt. Wir ziehen einfach, ja. Und dann machen wir uns platt. Also ich weiß, egal wie viele Bretter erstellt werden, am Ende gilt, wenn man auf einem verloren hat, hat man verloren. Okay, man spielt mehrere Bretter gleichzeitig. Ja, du kannst ja in der Zeit reisen und so. Ich weiß zwar auch noch nicht, wie das geht, aber das werden wir schon rausfinden. Oha. Ja, okay. Dann machen wir das doch. Okay, ich hab jetzt mal einen Zug gemacht. Ist das... siehst du das? Ja, natürlich sehe ich das. So, okay. Wir gehen... Undo Moves kann ich machen und Submit Moves. Wir gehen hier raus. Ja, warum darf ich das nicht tun? Ich glaube, ich muss es erst submitten. Ah ja, du musst es submitten, kann das sein? Okay. Ja, so, jetzt bin ich dran, submitted. Können wir jetzt aber... Kann ich jetzt auch in eine andere Richtung gehen? Warte mal. The present ist da, okay. Ah, ich kann jetzt aber nicht noch einen Move undoen, ne? Okay. Erstmal wird, glaube ich, nochmal ein Schach gespielt. Du kannst jetzt aber immer noch nichts machen, oder? Nee, du musst den Move schon submitten. Wenn ich undo mache, dann gehst du einfach zurück. Dann gehe ich einfach eins zurück, okay. Okay. So, gut. Was wir wollen ist... Ganz interessant hier. Auch noch nicht alles. Alles noch hier ein bisschen strange. Das wäre jetzt schon nicht so gut gelaufen gerade. Hätte Bram schon was Cooles machen können, hat aber nicht gesehen. Finde ich gut. Du musst den Move submitten, wa? Achso, sorry. Ich war auch gerade am überlegen, weil... Warum hast du den Move nicht gemacht? Ich war so dumm. So gut. Aber vielleicht habe ich jetzt auch was nicht gesehen, weil ich gucke die ganze Zeit nur nach meinen Sachen. Ich kann ja auch sowas Cooles machen. Dann kann ich nicht... So. Bram blockt mich hier. Ist nicht gut. Ja, das erste Mal ist das gut. Nee. Mach mal nicht. Okay, wir gehen auf das Board. Hä, wieso ändern sich jetzt auf dem alten Board auch Sachen? Oh, ich sag mal nix. I say nothing. Say say nothing, ja? Yeah? Ja, I say nothing. Geht nicht, gibt's nicht, ne? Ich weiß nicht, was du da machst. Na komm, wir gehen mal durch. Alles klar. Nee, wir gehen dahin. Haben es nach vorne gerusht. Okay. So, Babyface. Ah, ich hab da Bock irgendwie, aber so richtig lohnt sich das noch nicht hier. Was machen wir denn hier? Wir könnten ganz entspannte Sache machen. Das war übrigens sehr dumm, was ich hier alles gemacht habe, aber das ist nicht so schlimm. Oh! Warte mal, man hätte jetzt links was an der Seite drücken können. Was? Oha! Parallelview? History View? Okay. Du bist mit deinem Pferdchen nach vorne gesprungen.
Ja. Ja, eine ganz nette Sache, Bram. Ja, eine ganz nette Sache. Was machen wir denn da? Komm mal hier hin. Ist nicht so schlimm, ne? Hoffe ich mal. So, Moment. Ist ja krass. Ich hoffe, ich mache nicht wieder so einen dummen Fehler wie bei Jay letzte Mal. Aber... Das können wir alles nicht bringen. Moment, wenn wir da... Hätten wir Nope. Brauchen wir alles nicht. Dafür brauchen wir... Ich kann aber jetzt nicht in ein altes Brett rein und dort nochmal was spielen. Kann ich dir nicht sagen. Kannst du mir nicht sagen oder willst du mir nicht sagen? Kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich bin dann noch nicht so ganz sicher, was hier so Phase ist. Ja, das weiß noch niemand, glaube ich, so genau. Erstmal ist es ein normales Schachspiel. Ja, pass auf, ey. Macht er mich hier fertig? Mit so Psychospielchen. Kommt dein Pferdchen raus. Ja, alles was geht, ne? Weiß aber nicht, ob das so smart ist, was ich hier alles tue. Machst du den Move jetzt oder nicht? Ach so, ja, sorry. Ich war wieder eine Dimension weiter. Kommt auch mit seinem Pferdchen raus, okay. Da sehe ich mich. Fair enough. Machst du den Move? Hey, du bist schon wieder dran. Ne, bei mir bin ich nicht dran. Das Brett ist weiß, deswegen bist du dran. Wenn das Brett schwarz ist, bin ich dran. Ah, lull. Bei mir steht... Ja, ist gut. Alles gut, vielleicht bin ich ein bisschen verwirrt. Dann habe ich schon rausgefunden, wenn ein Brett schwarz ist, ich dran bin. Ja, hey, sorry, bei mir steht noch das so grün, das hat mich gerade verwirrt. Wie? Löse ich dieses Problem jetzt am leichtesten? Das ist die Frage. Die Question ist ja, what is the question, ne? Okay, Bram. Hammer. Hada, sagt er. Hada, sagt er. Er setzt mich ganz schön unter Druck hier. Dann... Kann ich irgendwie... Bram zieht sich zurück, das ist schon mal gut. Geh mal ein kleines Stückchen nach hinten, das ist alles, was wir getan haben. Wir nehmen Anlauf. Du nimmst Anlauf? Das finde ich eigentlich ganz okay. Ich nehme Anlauf, ja, zick zick. Hat sich nichts geändert, wa? Ich sehe schon, ich laufe voll in seine Falle rein. Was macht er denn jetzt hier? Ah. Ach, Mann. Kriegen wir das jetzt vernünftig hier gelöst? Gar nicht, ne? Finde ich gut. Gucken wir mal, wie wir es gelöst bekommen. Scheiße.
Was tust du? So geht so gelöst, kriege ich das hier gerade. Ja. Was hab ich denn hier für einen Quatsch gemacht? Absoluter Bullshit hier, was ich hier getan habe. Das bringt mich alles null weiter, was ich... Also... Du bist dran. Als hätte ich das erste Mal hier Schach gespielt, ey. Ist auch fast wirklich so. Ja, wir machen jetzt sofort mal. Na, jetzt macht er gleich einen Move. So, okay. Das muss halt funktionieren, oder? Wenn ich da hingehe. Hä? Was macht der denn jetzt? So wie geht das denn? Aus, ne? Und auf dem Board muss ich. Darf ich nichts mehr spielen? Klar. Und hier drauf darf ich auch nichts mehr spielen. Submitted. Hä, hey, was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich mein geiles Pferd in der Zeit zurückreisen lassen, durchgebacken. Und wo ist dein Pferd jetzt? Jetzt ist es weg. Ja, nee, wir spielen zwei Boards und du weißt, wo jetzt die neue Gegenwart ist. Aber jetzt hast du drei Pferde. Ich habe drei Pferde, ja, das ist korrekt. Hä? Ich wollte das erstmal nur ausprobieren alles, aber ja, ich habe erstmal drei Pferde. Wie hast du das denn gemacht? Er hat drei Pferde, dafür hat er da ein Pferd weniger. Kann ich denn jetzt hier? Das Einzige, was ich noch nicht verstanden habe, ist, wieso mein Pferd zwei Felder nach oben laufen konnte. Nee, das ist komisch. Warte mal. Aber hey, drauf geschissen. Ich muss mal gerade in diese neue Möglichkeit, ja, hier mich reindenken. Kein Problem. Wir schneiden dich einfach aus dem Video raus. Ja, ohne Witz. Was ist denn das jetzt hier? Oh, da habe ich jetzt drei Pferde auf einem Schachbrett stehen. Ja? Jetzt geht ja, ab. Aber für mich ändern sich jetzt hier die Möglichkeiten. Ich weiß ja nicht, also... Weißt du, was ich meine? Ja, bestimmt. So, holen wir uns das Pferdchen halt einfach. Easy. Oder sich das Pferdchen. Ja, spiel du mal mit deinem Quatsch da. Ich mach das hier ganz oldschool, ne? Ja, komm, Bams hier. Gut. Ich bin völlig überfordert. Dann. Auf dem Brett machen wir das. Und auf dem Brett. Springen wir. Jetzt muss ich ja noch mehr nachdenken. Wir kommen ja vorher schon nicht drauf klar. Kann ich jetzt schon gegenarbeiten? Nee, auch nicht. Nope. Mit dem könnten wir noch, aber da habe ich keinen Vorteil durch. Also machen wir jetzt Ziger Move, ey. Den auf dem Brett auch noch. Hast du jetzt wieder was rüber geschickt? Ne, ich habe auf zwei Brettern habe ich jeweils von dir was geschlagen. Why? Okay. Ja. Ja. Noch. Submitten. Ich muss da, warte mal. Das habe ich gemacht, ja, oder? Kann ich auf einem alten Brett was ändern? Ich kann nur auf aktuell spielbaren Brettern was ändern, ne? Das ist zumindest das, was ich da rausgefunden habe, ja. Und wenn ich jetzt hier auf dem normalen Feld kann ich jetzt aber nicht auf das obere Feld Einfluss nehmen, oder? Ich hab keine Ahnung, was du mir erzählen willst. Warte mal.
Ich versuche gerade diese Mechanik rauszufinden, deine warum... Deine Gedanken sind wir. Wie ich... Wie konnte man... Wie hast du das rüber transferieren gemacht? Du hast von da rüber auf ein altes Brett rüber... Was? Genau, über diese Fenster, sag ich mal, die oben und unten, links und rechts sind. Ja, aber bei meinem aktuellen vorne kommt kein Fenster, wenn ich eine Figur auswähle. Warum geht das nicht immer? Das, ich weiß nicht, nach welchem Prinzip das funktioniert. Okay, bei dem funktioniert das, bei dem aber nicht mehr. Bei dem vordersten Feld, was wir gerade bespielen, geht das nicht bei mir. Nee, du bist ja auch da in der Zukunft. Du kannst nur in der aus der Gegenwart reisen. Okay, jetzt verstehe ich langsam. Okay, das ist aber doof. Ich hätte gerne was aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt. Aber Sepp, das ist doch schon passiert. Ja, komm, ey. Okay, da habe ich gezogen. Oh, jetzt können wir hier was ändern. Ja, das wollte ich doch haben. Das klappt aber nur bei dem. Wir hätten eine Zeit einstellen sollen. Ey, du hättest mir die Regeln auch mal vorher erklären können. Ich kannte die auch nicht. Ich spiele genauso wie du das erste Mal in meinem Leben dieses Spiel. Du wusstest überhaupt, dass es sowas gibt? Ja, ich habe halt auf den Button geklickt, deswegen habe ich mein Pferd auch geopfert, weil ich wusste, wie das funktioniert. Ja, und damit bist du schon mal 100% weiter als ich. Was passiert denn jetzt? Das ist mein Bauer. Jetzt haben wir eine dritte. Alles klar. Das war wahrscheinlich dumm, aber lustig. Okay, Bram, jetzt hast du 3. So, jetzt habe ich 3, ja? Ah ja. So, also das erste, was wir machen könnten, wäre, das will ich alles nicht. Bis damit. Wie lange hast du erst bei Dalu angeguckt? 10 Minuten. Ja, guck mal, das ist 10 Minuten vor mir. Und dann dachte ich mir so, geil, das will ich auch spielen. So, wir nehmen den auf jeden Fall, der ist natürlich schon mal wichtig. Ja, das habe ich gesehen. Das hilft mir alles nix. Dementsprechend kann ich aber hier nach vorne gehen. Und auf dem Brett spiele ich dann. Nee, das wäre voll doof, wenn ich das nochmal machen würde. Moment, kann ich auch von dem Brett auf das? Komm schon. Ich möchte dich nutzen. Findet auch so Dinge raus. Okay. Ich hab's gecheckt, wie. Jetzt weiß ich, wie das scheiß Pferd sich bewegt. Mein Gott, das war aber auch alles nicht so simpel. Ja, so ein Pferd ist aber auch schon krass. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Gar nicht so einfach. Also ab dafür. Und go. So, kann ich jetzt. So, jetzt bin ich auf 3 Brettern aktuell, aber ich werde dich gleich. Jetzt gleich werde ich dich mochieren. Das kann gut sein. Aber wieso kann ich denn jetzt hier wieder nicht von dem Brett. Das geht auch nicht immer mit allen Figuren. Shit. Das ist ein bisschen belastend. Weil dann kann ich nicht auf. Nein! Warum kann ich mit keinem darüber springen auf das Board? Ah! So ganz hat sich das mir noch nicht erschlossen, wann was geht. Aber. Aber. Geh mal hier. Stell seinen Springer raus, okay. Hier muss ich auf jeden Fall weg.
Dann möchten wir dahin. Da möchte er dahin. Wie lösen wir das denn jetzt hier? Hier möchten wir hier hin. Nein! Oh Gott. Undo. Lieber nicht. Lieber nicht, sagt er. Nee, das war kein guter Move. Kein guter Move. Scheiße, ich hab gar nicht so viel Backup-Shit. Das ist ein bisschen ätzend. Kein Backup-Shit. Das ist auch immer. Hä, wo kann ich denn jetzt? Oh Gott, wo kann ich denn jetzt hinspringen? Das tun wir nicht. Komm, wir springen einfach mal. Wir machen einfach mal das. Geil, okay. Also, glaub, hier in dem Spiel ist es relativ simpel, was wir tun. In dem Spiel muss ich mir mal ganz kurz angucken, was wir machen. Weil wir könnten auch. Ne, können wir nicht. Doch, wir könnten doch mit ihr so. Ne, auf die darf ich nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Also ganz wann du auf welches Brett kommst, habe ich noch nicht geblickt. So hundertprozentig, aber. So, das heißt, an der Stelle hier, wenn du den haben willst, schnapp ich dir den weg. Und an der Stelle gehen wir dann. So. Oha. So. Ja, man hat nicht gerechnet, war. Boom, bitch. Get out the way. Get out the way. So, und du weißt ja, du musst nur auf einem Board nachgeschlagen werden. Ja, ich versuche gerade rauszufinden, ob das, was ich vorhabe, hier funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Schade. Hier hat er das getan, das ist okay. Hier hat er das getan. Hier hat er das getan. Das ist auch okay. That is okay. I'm not okay. Und hier auf dem Board macht er auch so einen Quatsch. Das ist total das komische Spiel. Also wahrscheinlich raufen sich gerade sehr, sehr viele Leute viele, viele Haare. Ja, sollen die sich alle mal die Haare raufen? Das ist mir alles. Alles egal. Geil. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay. Jetzt kommt irgendwas Böses. Das geht auch nicht. Das könnte ich höchstens tun. Also, Moment, wir sind mit dem da. Und springen. Oh, er bewegt die Dame. Das ist ein Move, über den ich nachgedacht habe. Und da dachte ich, nee, das ist bestimmt richtig dumm. Er bewegt die Dame. Er mauert den König ein. What? So. Mach zwei Boards mit Double Dame. Hä? Jetzt schick ich deinen What? Kopf. Man kann zwei Boards mit Double Dame spielen? Okay, Bram, das ist interessant. It's quite interesting, Bram. Muss ich auf den Boards, wo die Dame fehlt, muss ich jetzt richtig reinrushen. Weil das bringt mir echt einen Vorteil. Machen wir das. Und hier haben wir auch eine Dame weniger. Dort machen da wir. Guckst du jetzt doof, ne? Ja, da hab ich echt doof geguckt. Das ist.
Also ich dachte, okay, auf einem Board kriegst du halt zwei Damen hin, aber an mehr habe ich jetzt nicht irgendwie so geglaubt, aber hey. Bams. Okay. Okay. Das ist jetzt übel. Auf dem einen Board hat er zwei Damen und bei mir ist offen Holland hier. Uff. Komm, Sepp. Do it. I do it. Hab ich. Guck mal, wenn alle schwarz sind. Ah, ne, das eine ist noch weiß. Okay. Das ist noch weiß. Vielleicht hat Bram ja irgendwas übersehen. Er hat auf jeden Fall übersehen, dass er hier ein Problem kriegt. Das finde ich eigentlich ganz nice. Komm, tun wir es! Okay, also wir stehen natürlich ganz hier oben im Schach, das ist aber gar kein Problem. Ne, Moment, das müssen wir gar nicht machen. Moment, jetzt kommt eine viel bessere Idee. Jetzt fick ich deinen Kopf vielleicht. Nein, bitte nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ja, dann schlage ich dir da oben erstmal den Läufer. Oh, das darf ich nicht tun. Weil dann komme ich hier nicht mehr aus dem Schach raus. Ja gut, macht nichts. Aber hä? Schlage ich dir auf dem Feld halt mit der Dame den. Warte mal, die Dame, die auf dem Feld steht, darf von da aus aber bewegen. Okay. Wieso konntest du denn gerade mit dem Pferd meinen Läufer da töten? So. Das steht auf einem ganz anderen Feld. Dann... Bin hardcore verwirrt. Killen wir da natürlich deinen Turm. Und an der Stelle hier vorne entgehen wir dem Schach und submitten das Ganze. Okay, wie konntest du jetzt dort das machen? Das sind drei Damen auf dem einen Board. Jetzt habe ich drei Damen auf einem Board, ja. Dafür habe ich halt auf anderen Boards keine Dame mehr, ne? Ja, das muss ich jetzt erstmal nochmal gucken kurz. Da hattest du ja E2. Dann hast du da gar keine Dame mehr. Okay. Das fickt mein Gehirn so krass. Genau so sollte ja auch sein. Da jetzt hingehen. Holy shit! Was habe ich jetzt getan? Okay. Die anderen muss ich noch nicht spielen, wenn die blau sind, ne? Ja, ist korrekt. Okay. Shit, Alter, das hat ja voll die Konsequenzen hier. Dein Handeln hat Konsequenzen. Wie möchtest du? Oh Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein hier. So. Machen wir da das. Ey, die Möglichkeiten hier, die sind ja insane. Hier hat er drei Königen. Hier gerade. So, wenn ich das jetzt alles richtig gemacht habe, sofort, guckst du sofort doof. Ey, ich guck jetzt schon doof, Bram. Glaub mir das. Wenn er rauscrollt, siehst du, er ist noch plenty of plays. Was hast du gemacht? Du hast die Dame in das Spielfeld geholt. Okay. So, habe ich jetzt alle? Ja. Alter. Geil. So, das heißt, ich bin jetzt dran, ne? Dieses Spiel kann wahrscheinlich in 4 Runden zu Ende sein, weil du dann direkt 8 Multiversen hast. So.
Ich habe das Gefühl, ich kann eigentlich nicht gewinnen. Wenn wir das jetzt tun. Dann machen wir... Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was haben wir hier? Und wenn er die, dann habe ich nichts. Quatsch, komm. Wenn ich die mache, Moment, dann darf ich hier... das darf ich dann nicht mehr. Immerhin Bram einmal Schach gestellt hat. Mehr wollte ich gar nicht, die Runde. So? Ja, du kannst bis dahin gar nicht laufen. Okay, das ist natürlich belastend. Das ist natürlich belastend, dass du das nicht kannst. Moment, aus dem Schachbrett komm ich auch keinen hoch. Aber du kriegst sowieso keinen hoch. Also spielen wir da so. Das macht natürlich dann schon mal Sinn. Auf dem Board klaue ich dir den. Auf dem Board mache ich dann... Moment, geht das? So? Das macht keinen Scheiß, nein. Bram. Jo. Auf dem Board klaue ich dir den. Hä? Hä? Wie geht das denn? Und dann oh, du darfst nicht auf einem Feld stehen, wo... Oh, shit. Auf dem okay. Board... Gehe ich einfach da einen nach... Nee, das machen wir mal nicht. Okay, das ist ja super frech. Dann gehen wir... zwei nach vorne. Und auf dem letzten Board, auf unserem wichtigsten, auf meinem wichtigsten, sage ich es einfach mal so... Wenn ich dir den zocke, zockst du mit den. Dann kann ich nichts tun. Wenn ich dir den zocke jetzt, denkst du vielleicht drüber nach, aber du wirst den nehmen, den kann ich nicht verteidigen, also muss ich. Also, wenn ich dahin gehe, auch keine Schnitte. Wenn ich dahin gehe, keine. Doch, wenn ich dahin gehe, habe ich Schnitte. Aber dann da nicht. Also gehen wir dahin. Und fertig. Denn jetzt? Ah, Bram, das ist so klar, dass ich hier die geile... Warte mal. Na, auf welchem Board spielst du jetzt gerade, ist die Frage. Warte mal, du setzt den woanders hin, die Figur, oder kannst auch direkt auf das Board ziehen? Frage? Das ist eine Frage. Ja. Also wenn ich den... Dann müsste ich den ja dahin ziehen können. Wieso kann ich den da oder dahin platzieren, das Pferdchen? Das ist aber gar nicht dessen Zug. Wieso kann ich ein Pferd einfach... Weil der einen auch über die Dimension ein Feld braucht. Nein! Der kann ja nur drei Felder weit springen. Nein. Okay, das ist auch relevant? Ja. Wit? Okay, jetzt bin ich interessiert. Now I'm interested. Jetzt ist er interessiert. Wieso kann ich dann... Ich kann doch das anklicken. Wenn das gelbe Feld... Warte mal. Gelbe Felder. Ach, das gelbe Feld ist das, was du gezogen hast. Ja. Gibt es eine Zeitbegrenzung? Leider nein. Ich kann aber immer nur, wenn ich in der Dimension springe, auf das Feld springen, wo ich gerade herkomme. Okay. Okay, ich kann nicht über die Dimension hinweg springen. Also mit einem Turm, der unendlich laufen könnte... kann ich nicht in deine Base springen, quasi. In eine andere Dimension. Das war so meine Idee.
You know? I know. Was sprich denn hier jetzt? Plenty of opportunities, aber keine gute hier. Idee. Was machst du, was machst du? Okay. Machen wir das. Oh, auf dem anderen Brett wird das dann auch beendet, der Zug, ja, wenn du da hinspringst. Oh, das war mir gar nicht so bewusst. Aber gut. Ist ja fair enough. Mal die Dame. So. So. Gucken, was hier auf dem anderen Brett noch so geht. Scheiße, jetzt habe ich den da hier weggeportet, ne? Ist ja total Banane. Was mache ich denn für einen Quatsch hier? Ich muss mit dem dahin, ohne zu sterben. Das ist eine Challenge. True Challenge. Komm, machen wir hier das. Und auf dem Board hat er keine Dame mehr. Krieg mein Board hier nicht geöffnet. Das ist richtig kacke. Blau. Ach so. Okay. Okay, okay, okay. Probieren wir das mal. Okay, auf dem Hauptboard sind wir jetzt so weit, dass wir hier ein Türmchen uns zocken. Finde ich gut. Alter, wir haben 2, 4, 6 Bretter gerade, die wir spielen. Holy moly. Das ist korrekt. Also, was wir jetzt. So, das müsste doch jetzt gehen eigentlich, oder? Boah, bitte nicht. Oh shit, ich hab einen Fehler gemacht. Ne, aus dem Board heraus geht das nicht. Geht das aus dem Board heraus? Ne, hab ich nicht. Okay, das ist okay. Zumindest das, was ich gesehen habe, ist kein Fehler. Okay, Moment. Das ist so gut! Aus dem Board darf ich ja gar nicht spielen, aber aus dem Board darf ich spielen, wa? Dahin dürfte ich spielen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, darfst du immer an den Platz spielen, wo dein Püppchen vorher stand. Richtig? Nee. Und mit einem Pferdchen kannst du teilweise auch woanders hinspringen. Pferdchen kannst du auf jeden Fall noch schön durch die Dimension ballern. Das geht. Okay, aber ganz ehrlich, auf dem Board machen wir einfach mal nicht viel. Auf dem Board. Hä, was hab ich denn da gemacht? Oh mein Gott, bin ich dumm! Wenn ich mir den jetzt hole, dann kannst du die Dame zocken, dann zock ich dir die. Das ist noch nicht optimal. Den wirst du dir nicht zocken können. Den kannst du dir nicht zocken. Den zocken willst. Dann sind wir. Nee. Das auch nicht. Oh Mann, jetzt wird langsam kompliziert. Ja. Jeder Zug wird exponentiell auch länger gefühlt. Nicht nur gefühlt. So, da spielen wir so. Okay. Da kommt der Bram aus der Pette. Auf dem Board spielen wir. Bringen wir da hin. Auf dem Board hier.
zocken wir uns einfach den. Macht dann nur Sinn. Dann wirst du gleich mit deinem Pferdchen rezocken. Aber das ist okay. Auf dem Board zocke ich deinen Turm. Hier spiele ich dir ins... Will ich denn dahin? Nee. Moment. Hier? Jo, doch. Will ich denn dahin? Und auf dem wichtigsten Brett... Stelle ich den einen nach vorne, macht das Sinn? Gehe ich mit dem... Ich mit dem dahin und stell dich Schach. Oha! Bram hat mich Schach gestellt. Finde das nicht so nett. So, das heißt, du wirst deine Dame da wegbewegen. Moment. Doch, das heißt. Servus, Bram! Da sind wir dabei. Da ist nach prima. Viva Glot! Ja, das ist hier, Bram, so richtig. Wieso könnte der jetzt einen nach vorne laufen? Das habe ich nicht verstanden. Das ist doch ein Springer, der kann doch nur nach diagonal. Das meinte ich doch vorhin. Das ist total crazy teilweise. Na gut, aber jetzt haben wir. Na gut, okay. So, Bram ist hier rausgerückt. Können wir... Oh Mann, Alter, ist das ein Game? Das ist ein Game. Da kann ich nicht hin. Fuck. Oh Mann, wie viel Dimension kann ich weit fliegen? Nicht so weit. Okay, nicht über zwei. Damit kann ich über gar keine springen. Kann ich mit dir? Hä? Okay, in der Zeit so. Ich habe auch noch nicht verstanden, wann ein neues Board gebaut wird und wann nicht. Ja, wenn du eine Figur in ein anderes Board rumschiebst. Nee, hast du gerade auch getan. Dadurch ist keine neue Zeitlinie entstanden. Das stimmt. Okay, wie kann ich das hier oben noch ein bisschen retten? Kann ich das von hier aus gerettet? Ah, okay. Wenn du aus der Gegenwart in die Vergangenheit springst, dann. Ah, okay. Wenn du in der Gegenwart hin und her springst, dann nicht. Okay. So, da machen wir das. Hier machen wir... Was hat er sich hier gezockt? Dat. Oh, da habe ich auch eine lustige Idee. LOL! Ne, das geht ja... Okay, Bram. Mal gucken, was dann passiert. Ich weiß nicht, ob das ein guter Move ist, aber ich werde ihn probieren. Bin gespannt. Okay, und damit habe ich verloren. Was hast du gemacht? Undo Move. Okay, darf ich nicht tun. Okay, darf ich nicht tun, weil dann verliere ich. Okay, das ist aber gut zu wissen. Ah, du wolltest den König rüberstellen. Die Dame rüberstellen. Moment, aber wieso verlierst du dann? Weil dann eine zweite Ebene erstellt wird, in der ich immer noch schachmatt war und dann tot bin. Ah. Weil dann der Zug beendet wird. Aber kann ich hier... Mist! Da ist er weg.
Hä, wieso kann ich mit dem nicht reisen? No. Dem kann ich reisen, mit dem kann ich reisen. Kannst du auch mit Königen reisen, mit allen Königen auf ein Brett, wäre auch irgendwie awesome. Ne, das macht ja auch keinen Sinn. Scheiße, dieses letzte Brett, das nervt mich total. Ich kann in die Vergangenheit reisen. Holy shit, jetzt geht los. Denkt das mir was Krasses? Ich überblicke nicht mal mehr, welche Dimension was ist. Oh mein Gott. Ja, bis jetzt geht es noch. Maximalst überfordert. Natürlich super kompliziert damit zu sehen. So, Bram, neue Dimension. Zack. Ja, das hat mein Dings geschlagen. Okay. Fehlen noch zwei Bretter. So, welcher? Der oben fehlt noch. Okay, der fehlt auch noch. Der ist halt bitchy. Oh. Damit kann ich auch noch reisen. Interesting. Machen wir nochmal eine neue Dimension? Nee, ist keine neue Dimension. Okay, ist einfach nur... Okay. Hä, warum? Jetzt ist mein Pferd weg, aber dein Turm lebt noch? Hä? Boom, bitch. Hä? Und mein Pferd ist einfach weg? Okay. Wieso ist mein Pferd... Siehst du das? Er sagt nicht, nein. Im oberen Brett habe ich gerade das Pferd auf ein unteres Brett gelegt. So, da ist deine Dame auch weg. Der Turm dürfte gar nicht mehr leben! Hä? Okay, das verstehe ich nicht. So. Oh, kann man die Vergangenheit nicht ändern? Du gehst dahin. Das wäre bitter. Du gehst nicht dahin. Kann man die Vergangenheit nicht ändern? Das ist halt echt bitter, wa? Ja, aber mein Pferd ist jetzt einfach weg und dein Turm lebt halt noch. So. Shit. Was soll das? Wofür bin ich dann da in der Zeit gesprungen? Das Paralleluniversum, Kacke. Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Da schnappen wir uns Ditte noch. Da gehen wir dahin. Dem Feld zocken wir uns die Dame auch. Fehlt nur noch das hier. Können wir dann dahin springen. Und damit habe ich alles gespielt. Sieht gerade nicht so gut aus. Jo. Okay, da kommt die Dame wieder back. Oh. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Party. Party, die Party! Okay, was hat er hier getan? Er hat da den Bauern nach vorne gezogen. Für what? Ach, dann kann er meine Dame schlagen. Ja, nee, Bram. Das ist doch nicht smart.
Nicht smart, sagst du? Nicht smart. Das mit dem Pferd habe ich aber auch noch nicht verstanden, Bram. Das ist echt ein bisschen strange. Pferd da, schlägt das Pferd da. Oder da. Ach du Scheiße. Gerade nicht auf allen Boards gut aufgestellt. Er geht ja auch nicht. Nee. Aber vielleicht können wir hier noch. Können wir? Das kann man nicht, okay. Okay. Wieso kann ich teilweise mit den Türmen denn nicht springen über die Dimension? Weil Sachen im Weg stehen. Auf den Zwischendimensionen. Das kann natürlich sein. Macht vielleicht sogar Sinn. Ein Brettchen fehlte noch. Ja, da muss ich jetzt gerade auch echt hart gucken. Weil das könnte nämlich übel werden hier bei den beiden. So. Immer alles so. Da macht er das so. Okay. Also hier als allererstes zocken wir uns natürlich die Dame. Wo steht wer Schach? Irgendwer steht Schach. Am steht Schach. Dann stehe ich hier, stehe ich im Schach. Das müssen wir natürlich verhindern. Ändern zumindest, sagen wir es mal so rum. Und dann machen wir am besten, indem wir hier ein Feld nach vorne gehen. Ne, das machen wir nicht. Was passiert, wenn ich das tue? Oh nein, das war der dümmste Move, den ich machen konnte. Dadurch wurde das Brett mit der Dame ja auch beendet. Oh Mann, wie dumm das war. Jo. Da wollte ich doch was ganz anderes machen. Oh Gott! Ja, Moment, Moment. Also. Also mal kurz gucken, was wir noch alles tun können. Manchmal guckt man auch zu viel. Ich würde sagen. Macht dadurch echt Fehler. So, so machen wir es nicht gut. Den. Was ist eigentlich, wenn ich den König jetzt vom Board ziehe? Was passiert dann? Hast einfach fliehen, oder was? Einfach fliehen. Als ob das geht. Ich probiere das jetzt mal. Was? Gehen. Da hat einfach zwei Könige. Ist der König weg vom Bord. Okay, würde funktionieren. Würde easy funktionieren. Machen wir natürlich nicht. Stellen wir da. Okay. Nee, tun wir nicht. Tun wir nicht, ist nicht so smart. Wir killen den. So, auf dem Board müssen wir das alles gar nicht tun. Da killen wir das Pferd. Auf dem Board hier killen wir den König. Oh oh. So, auf dem Board hier darf ich nichts mehr machen. Auf dem Board hier. Da. Endlich mal in Angriff gehen. Auf dem Board hier stellen wir uns mal besser auf. Indem wir dein Pferd klauen. Hier stellen wir uns dahin. Ich verliere viel zu viele Püppchen. Den. Und auf dem Board. Dem Board gehe ich mit dem eins darüber. Das Geile ist, die Kommentare
sind jetzt, glaube ich, überfordert, weil sie können auf 8 Boards gleichzeitig klugscheißen. Also wie oft du Schachmatt schon übersehen hast, Bram. Also. Ja, definitiv. Oder du. Ja, ja, hey, beide. Servus. Natürlich ging das jetzt. Natürlich stellt der sich jetzt ein. Natürlich stellt der sich jetzt einfach dahin, Bram, und rettet sich. Das war doch klar. So. Oh Mann, ich bin aber. Ach, ich bin aber auch eine Kackwurst, weißt du? Jo. Ach, schon wieder auf dem Board, wo ich nicht spielen wollte. Egal. Ich habe doch einfach verdient. Stimmt, wenn du Time Travel machst, kannst du kein Undo machen, wa? Ja. Warte mal. Nee, kannst du, glaube ich, nicht. Doch. Doch, kann ich wohl. Ich kann mehrmals Undo machen. Okay, ich brauche ein anderes Board, von dem ich das hole. Na, ah, hey, da oben ist ja auch noch eins. Mensch, dann ist mir das ja egal. Okay, cool. Hier verliere ich doch Königin um Königin hier. Das kann ich nicht tun. Oh, what? Wieso kann ich nicht in die Dimension springen? Okay. Kann ich hier damit? Nein. Na egal. Okay, ich hole mir erstmal hier das. Bevor wir noch mehr wichtige Einheiten verlieren. So. Dann gehen wir hier hin. Viel besser. Ja, das. Machen wir das. Und hier. Können wir da? Nee, können wir aber nicht. Können wir eigentlich auch nicht. Scheiße, ich übersehe Dinge. Also man spielt die Beretta auch einfach viel zu schnell, habe ich das Gefühl. Ich übersehe so viele böse Sachen, ja, also eigentlich spielt man auch, wie ist das, 30 Sekunden pro Zug oder so? Ja, ja. Also ich finde, also für jedes Brett bräuchte ich persönlich einfach noch länger, aber das macht ja auch keinen Spaß dann, also. Das kann ich nicht tun, das kann ich auch nicht tun, das bringt mir alles nichts. Bringt mir das was, das bringt mir was. Geht das noch? Das wäre ganz schön geil. What? Mach's noch eins auf. Okay, das habe ich mir mal irgendwie anders vorgestellt. Egal. Egal. So, wir kommen jetzt hier mal langsam voran. Da wird er mich eh schlagen. Okay. Achso, einen haben wir noch. Wo steht hier einer Schach? Wieso steht hier einer Schach? So, okay. Ich bin dran. Achso. Hä, bei mir ist noch ein Feld weiß. Okay. Dann kannst du das noch bespielen. Ja. Also ich kann zumindest selecten und so. Cool, ich kann gleichzeitig spielen. Hä? Aber das kann sein, dass man schon mal vorfreigeben kann. Aber wenn du dann freigegeben hast, kannst du dann nicht undo machen. Ah, guck mal, das ist ja...
Das ist ja mal. Ach du Scheiße, ey, das macht's ja noch komplizierter im Endeffekt. Das ist ziemlich gut. Gar nicht so gut. Okay, das macht's ja noch sicker. Wieso stehe ich auf diesem Board Schach? Okay, Bram, aber ich kann nicht ziehen. Also ich kann es anvisieren, aber nicht ziehen irgendwie. What? Okay. Was hast du denn jetzt gemacht? Das geht ja gar nicht. Auch wo nicht. Bist... Was tut er denn jetzt? Okay, ich bin verwirrt. Oh, macht nichts. Jetzt haut er einfach mit seinem scheiß König ab. Auch nicht, dann schlägst du mich da hinten schon wieder. Nice. Moment, das ist immer die dich schlägt, wa? Ey. So, Moment, dann machen wir doch was viel Besseres. Nee. Und zwar auf dem Feld. Mit. Nee, das geht nicht, das weiß. Ran. Wenn das bei dir geht, geht das bei mir doch bestimmt auch, oder? Nein, Bram. Ja, das geht alles nicht. Their turn, black pieces. Ich glaube, man kann nicht gleichzeitig ziehen. Also, ich habe zwar ein weißes Board angezeigt und kann da was anklicken, aber ich kann halt nicht bewegen. Na komm. Das nicht, das nicht, das nicht. Da hinten komme ich gar nicht dran. Okay, auf dem Feld habe ich das gemacht. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt die nehmen, wa? Ah, nimm sie dir. Und dann wirst du sie dir zurückholen. Ah, nicht so mega smart. Dann rennen wir dahin. Und auf dem Feld rennen wir dahin. Also das Spiel ist größer als das, was wir uns, glaube ich, vorstellen können aktuell. Oh ja. Das aber definitiv. Die Möglichkeiten, die du hast, sind ja... Ja, shit. Jo. Was macht der denn jetzt? Du bist da. Hä? Du hast mit deinem Pferd... Bist du gemoved, aber hast nicht mein Ding getötet? Das verstehe ich jetzt auch noch nicht so genau, warum ich... Ja, weil du in der Vergangenheit, glaube ich, gereist bist. Ich bin nicht in die Vergangenheit gereist, ich bin auf der gleichen Zeitebene geblieben. Ja, aber das ist ja in der Vergangenheit. Was ist the present? Du kannst, glaube ich, die Vergangenheit nie ändern. Nein, die present ist doch gerade erst, hat sich doch gerade erst bewegt. Das stimmt, aber dein Pferd ist trotzdem einfach weg. So wie meins vorhin. So, vielleicht hast du eine 50-50-Chance, dass deine Figuren es nicht überleben, die Zeitreise. Ich weiß es nicht. Ah, nee, jetzt weiß ich, was passiert ist. Was denn? Ich hab den Bauern gespielt, den hatte ich schon gespielt. Aber wo, ganz unten ist ein neues Board mit meinem Pferd jetzt. Ja, genau, ja, stimmt. Und der Bauer steht auf dem Feld und deshalb kann das Pferd nicht dahin. Genau. Oh, habe ich das vorhin auch so gemacht? Wahrscheinlich. Kann sein, ja. Jo, habe ich wirklich. Jo, da steht schon... egal. Egal. Okay, machen wir weiter. Alter, jetzt ist alles rigged hier. Okay, Bram hat was getan? Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe einfach meine Königin geopfert. Was war das denn für ein dummer Move? Queen Wie dumm Francis. Kann man sein? So. Oh Mann, wieso? Why? Einfach why? Ja, auf dem Board spielt er das. Alter, wie viele Schachbretter spielen wir jetzt? 10? 12? Zu viele. Ach, das Video dauert noch mindestens eine Stunde, ey. Okay. Ja, jetzt brauchen wir Schachmatt. Zumindest auf dem Board. Ja, aber wenn dem so wäre, hättest du schon gewonnen. Ja, ich sag ja,
nur auf dem Board. Das heißt ja noch nicht, dass Time Travel Bram jetzt nicht noch hier geilen Shit machen kann, ne? Das ist halt verrückt. Das ist ja verrückt, ne? Ja, finde ich schon. Da müssen wir was tun. Wanderst du mit der Dame weg von meinem Board? Müssen wir auch was tun. Oh. 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 Das sind jetzt aber Probleme, die echt nicht so winzig sind. Warte mal. Das kann ich noch nicht machen. Ich übersehe hier tausend Dinger gerade wieder, glaube ich. Sie. So scheiße. Bringt mir nix. Nee. So. Okay, habe ich das alle gespielt? Also es ging schneller, als ich dachte. Was? Okay, Bam, zweimal auf. Schach. Einmal Schach, viermal Schach. Was, vier? Ich stehe gerade viermal Schach. Ja, stimmt. Okay, viermal Schach. Auf dem Board stehe ich so Schach, ne? Das dürfte relativ simpel zu lösen sein. Aber das machen wir nicht so, sondern wir stellen den da hin. Auf dem Board stehe ich Schach. Das ist natürlich auch zu lösen. Und zwar... indem wir den das kann ich nicht. Okay, das geht natürlich mal wieder nicht. Aber dementsprechend geht das, wa? Schlage ich den. Ach komm. Damit bin ich nicht mehr im Schach. Auf dem Bot bin ich im Schach. Das macht natürlich auch nur Sinn. Durch den dazwischen. Beschissen. Wieso darf denn der da hinten sausen in der Vergangenheit? Ba, 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 da, da, ba, ba. Ba, 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 ba. Das ist natürlich nicht wegen dem Pferdchen. Na Moment, geht das denn dann? Nope, nope. Bram, ich geh mal kurz pullern, ne? Brauchst mich ja nicht. Oh Mann, ey. Also auf dem Board kann ich so machen. Check. Und auf dem Board... komm ich da nicht hin. Noch ein Board frei. Jo, hier habe ich noch eins frei. Auf dem stehe ich immer noch Schach. Auf dem nicht. Das heißt, auf dem Board stelle ich mich aber dahin. So. Erstmal. Und auf dem Board. Dahin. Dichchen. Als ob du da allem entgehen kannst. So, fehlt mir noch das Board. Da habe ich tatsächlich noch nicht so genau gecheckt, was das große Problem ist. Weil das kann ich nicht jetzt machen, das kann ich nicht machen. Den darf ich nicht dazwischen stellen, weil dann kannst du mich in der Vergangenheit komischerweise schlagen. Jetzt musst du eine halbe Stunde suchen, welchen Move du machen kannst, damit du da rauskommst, im Zweifel. Den kann ich auch nicht machen, weil dann kannst du mich tatsächlich auf dem Board immer noch schlagen. In der Vergangenheit. Das ist ja komplett doof. Welchen? Ja, ich sag ja, jetzt musst du den einen finden, der dich rettet. Du kannst auch aufgeben, Brom, ne? Das geht auch. Nee, nee.
geht nicht, das geht nicht. Damit mache ich nur eine neue Ebene auf. Das hilft mir alles nicht. Okay, was zum Fick ist der Move, der mir auf dem Brett die Eier rettet? Ich verstehe es noch nicht. Den kann ich nicht machen. Den kann ich nicht machen. Den kann ich nicht machen. Den könnte ich halt irgendwo hinsetzen. Damit habe ich aber nichts. Ich könnte den... Oder? Das ist das gewollt. Wenn ich den dazwischen schmeiße, kannst du mich trotzdem... Das heißt, ich muss einen Zug gerade haben, mit dem ich deine Dame schlagen kann. Nein. Musst du nicht. Kannst du einfach aufgeben. Was war das hier? Nee. Moment. So, so. Nee, das geht nicht. So, immerhin so. Spitzt es sich zu. Das finde ich schon mal sehr positiv. Ja, es spitzt sich auf jeden Fall. In den nächsten so. 2-3 Runden dürfte hier bald Ende sein. Ich verstehe nicht, wie ich da jetzt, was ich tun kann. Soll ich mal mit überlegen? Also, die Sache ist halt die, wenn ich den König nach rechts setzen würde, hätte ich halt gedacht, okay, geil, dann bin ich raus, ja? Aber dann schlägst du meinen König irgendwo in Vergangenheitshausen der Hölle. Hä? Wie geil ist das denn? Wie mache ich das denn in der Vergangenheit? Okay, das ist ja sick. Man kann so weit in die Vergangenheit mit der Dame und da dann den König schlagen? What the fuck? Okay. Da weiß ich gerade noch nicht so den Weg raus. Ich glaube, da bin ich genauso überfragt wie du gerade. Dem schon mal springen. So. Ja, das Einzige, was mir einfällt, ist wahrscheinlich dann das Klügste, das auch einfach zu machen, wa? Ne, das wäre ein richtiger Arschloch-Move. Ist dann den hier hinzustellen, wa? Das geht. Kann ich dich trotzdem in der Vergangenheit noch schlagen? Ich kann nicht mal den König vom Bord holen. Ja, weil immer kann ich dich in der Vergangenheit schlagen. Du musst die Dame schlagen. Ja, aber mit wem? Ich hätte jetzt mal so, ohne jetzt hier, also ich schneide mir hier ins eigene Fleisch, kannst du von den Boards über dem, von den beiden oberen, ein Pferd auf das Board bringen und die Dame schlagen? Nee, das habe ich schon probiert mit allen Pferden. Weil das war auch alle Turm, meine erste Idee. Turm geht nicht, Läufer vielleicht? Also Läufer und Pferde können ziemlich gut über Dimensionen springen. Irgendwie einen Turm habe ich noch nicht entdeckt. LOL! Dann schlage ich deine What? Dame. Aber das hilft mir immer noch nicht. Also ich weiß leider, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade nicht gut genug durch, dass ich weiß, also wenn ich den dazwischen, ich kann nichts dazwischen stellen und ich kann den nicht wegstellen. Ja. Weil du immer dann... Weil ich immer auf das alte Feld gehe. Genau. So, das heißt, wenn ich mir das alte Feld angucke, hilft mir das halt auch nicht. Aber das heißt, ich weiß halt auch nicht, wie ich die Dame schlagen kann, also würde ich sagen, hast du gewonnen. Kann dem nicht ausweichen. Egal, wie ich bewege. Sick. Da bin ich jetzt gerade zu doof für. Das check ich nicht. Wenn ich den mache... Ich wüsste jetzt aber, also... Ich bin da genauso überfragt wie du. Also, ich hätte jetzt gedacht, mit dem Pferd oder einem Läufer von oben kannst du vielleicht mal eine Dame schlagen. Aber wenn das nicht geht... So, ist ja auch submitted. Dann gibt es halt nur noch das eine Brett hier. So, auf dem kann ich den bewegen. Darf ich nicht. Den 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 kann ich nicht. Oder kann ich den noch irgendwas tun? Kannst du sonst... Nee, kannst du auch nicht. Nee, das bringt ja nichts, jemanden davor zu stellen, weil ich immer in die Vergangenheit reise. Moment mal. Jetzt eine richtig doofe Idee. Nee.
Meinst du, wenn ich so spiele? Nee. Aber auf dem Brett? So? Nee. So? Nee. Das ist egal, oder? Das ist immer die gleichen Felder, die ich bespiele, oder? Die drei. Die drei. Und die drei, ja. Nee. Sag einfach mal, ich habe verloren. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und ich würde sagen, wenn man da nicht weiß, wie man rauskommt, hat man verloren. Ja, nur weil das Spiel jetzt sagt. Ja, Bram, ey, ich das wird irgendeine Kombination geben, aber die sehe ich nicht. Ich weiß, da werden sich die Kommentare jetzt mega drüber aufregen, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es aber auch nicht. Also, dafür kennen wir das. Wir haben das gerade zum ersten Mal gespielt und ich finde, dafür sind wir schon richtig, richtig weit gekommen. Ja. Also, weil wir viel auch übersehen haben, aber das war cool. Das war nice. Echt nice. Vielen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen dann. Bis zum nächsten Mal und haut rein, lasst ein Like da.